gegrüßt und willkommen. Da habt ihr mich gerade in Döbeln den letzten Kunden ausladen sehen, der eigentlich gar nicht mehr für mich gedacht war, aber dann gab es eine kleine Planänderung und jetzt habe ich es doch selber ausgefahren, was mich aber auch sehr freut, denn das hat mich davor bewahrt, ein zweites Mal sehr früh aufstehen zu müssen. Und von daher geht das vollkommen in Ordnung. Ja, letzte Woche Freitag bin ich ja Holz ausgefahren. Klassische Runde. Und wie ich dann in Leipzig leer geworden bin, wurde mir gesagt, du kannst jetzt leer nach Hause fahren. Auch das war nicht schlecht. Hatte ich gegen 15 Uhr Feierabend. Dafür musste ich dann aber gestern früh um 2 aufstehen. Bin in den südlichen Harz gefahren, nach Hottleberode zu Knauf. Und habe dann dort 5 Uhr geladen für insgesamt 4 Kunden, wovon ich 3 ausfahren sollte. Ich bin auch gestern schon am letzten, nämlich Döbeln, direkt vorbeigefahren. Der war aber mit Absicht als letzter geplant. Ich sollte den ignorieren. Bin direkt nach Ebersbach, Zittau und Görlitz, alles im östlichsten Teil von Sachsen, kurz vor der polnischen Grenze. Die habe ich abgegeben und sollte mich dann melden. Und da wurde mir eben gesagt, es wurde noch mal ein bisschen was gedreht. Und deswegen fahre ich jetzt doch Döbeln aus. Ja, und deswegen hatte es dann heute gereicht, um 7 Uhr aufzustehen. Also zu einer äußerst entspannten Zeit. Ich musste noch ein bisschen ranfahren und vor 8 Uhr fangen die ja sowieso nicht an mit der Warenannahme. So, deswegen hat das vollkommen ausgereicht. Und dann fahre ich jetzt auch noch direkt zum Hof und habe dann dort noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor ich dann weiter zum Laden fahre. Ich bin am Hof angekommen. Jetzt wird getankt, dann wird die Karre gewaschen. Ich werde es gleich mal zeigen. Ist eine ganze Weile nicht mehr geschehen, weil ich immer zu einer ungünstigen Zeit hier am Hof erschienen bin und da ist keiner da. Dementsprechend ist die Waschanlage nicht offen. Ich habe schon gesehen, hier vorne, da steht mein Stapler, den ich mir noch gleich mit dranhängen werde. Den knall ich auch noch mal voll, was den Takt betrifft. Dann hatte ich vorhin schon angerufen. Es gibt nämlich eine Kleinigkeit, die repariert werden muss am Auflieger. Ist wirklich schon eine Kleinigkeit. Das sind 4 Nieten, dann ist das Ding wieder fest. Das ist schon eine ganze Weile ab. Und ja, dann fahre ich rüber auf den anderen Platz, gebe die Paletten ab, gebe meine Papiere von letzter Woche ab, Müll wegschmeißen und Wasser auffüllen. So, und dann kann ich laden fahren nach Heideland, wo ich noch nicht war, deswegen keine Ahnung, was einen da erwartet. Ist in der Nähe von Eisenberg. Eisenberg. Also nicht allzu weit von hier. Ja, mal sehen. Also eine ganze Menge zu tun noch. An Felgen kann man es immer ganz besonders sehen. Also irgendwie ist halt komisches Wetter. Mal habe ich die dicke Jacke an, dann habe ich gar keine an, jetzt habe ich nur die dünne. Kommt immer ein bisschen drauf an, bist du in der Sonne, bist du im Schatten. Aber naja. So, ich war gerade drin, mich anmelden. Gibt eher schlechte Nachrichten, ich muss warten. Er meinte gerade mindestens 2 Stunden, dann bin ich dran. Zum einen, weil ich jetzt zu einer ungünstigen Uhrzeit gekommen bin, ist gerade Mittagspause, deswegen müssen die anderen LKWs auch warten. Und dann sind noch 2 LKWs vor mir dran.
Dann kommt meine Wenigkeit. Passt mir nicht ganz, aber ich habe gerade mal nachgeschaut. Also, ach nee, das schaffe ich doch gar nicht. Wenn ich nochmal die Pause machen muss, weil ich muss ja dann morgen früh fast bis zur holländischen Grenze fahren. Also es ist schon noch ein bisschen Strecke zu bewältigen. Und je später ich hier wegkomme, desto schlimmer sind die Aussichten. Aber ich habe schon mal geguckt. Also bis zum Kunden komme ich halt sowieso nicht. Da müsste ich jetzt geladen werden, müsste eine Stunde weg sein, dann klappt es vielleicht. Aber so bin ich hier ja frühestens 3 Stunden weg. Und da fahre ich noch bis zu uns. Wir haben in Wartersloh einen Hof, da war ich schon lange nicht mehr, weil es sich lange nicht mehr angeboten hat. Da würde ich mich dort an den Hof stellen. Ich hasse das, wenn sich die Leute an die Geschwindigkeit halten. Und weil der ganz vorne, der fährt wirklich exakt die 80. Und hier gibt es eine riesen Schlange hinter dem. Weil der Abschnitt, den wir gerade hier fahren, das ist die A1 zwischen Münster und Osnabrück und ist halt durchgehend Überholverbot. Aber denselben Effekt, den habe ich auch, wenn ich den Stau anführe mit meinen 85, also da hat man auch sehr, sehr schnell eine Riesenschlange hinter sich. Man ist da wirklich wie so ein Bremsklotz. Ach nee. Ja, leider hat das gestern circa noch 3,5 Stunden gedauert, bis ich dann vom Gelände wieder runterfahren konnte. Also ich bin fast punktgenau gegen 16 Uhr losgekommen. Davon waren also circa 45 Minuten dann Beladung. Ich habe so Dämmstoffplatten bekommen, einen kompletten Auflieger voll.
das ganze Zeug wiegt zusammen etwa so viel wie mein Stapler, also so circa 2, maximal 2,5 Tonnen. Ist also nicht die Welt. Finde ich aber super. Leichte Frachten sind allgemein immer was richtig Schönes. Da kommt man auch an den Bergen zügig voran. Und es ist natürlich auch sehr gut für den Spritverbrauch. Also entspannter kann man nicht fahren. Und auch bei der Entladung hat man da wenig Probleme. Man kann die Paletten ja alle auch, naja, mühelos würde ich nicht sagen, aber mit ein bisschen Kraftaufwand bewegen und sich so ziehen, wie man sie braucht. Das hat sich auch gerade nochmal herausgestellt. Ich war ja eben schon beim ersten Kunden gewesen. Wir haben da 10 Minuten abgeladen, dann war die Sache erledigt, also hervorragend. Dann konnte ich direkt weiter. Wobei ich muss noch dazu sagen, ich habe vorher auch angerufen, weil ich konnte mir schon denken, dass das deren Außenlager ist. Deswegen kann ich da Bescheid geben, dass ich bald da bin. Und dementsprechend war dann dort auch der Chef schon vor Ort. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten müssen, bis er ankommt. Ja, jetzt fahre ich noch nach Löhne. Das ist in der Nähe von Bielefeld. Dort habe ich eine Baustelle. Dort lade ich mich dann selber ab. Die bekommen gleich mal 6 Paletten von dem Zeug und eine ganze Menge Zubehör. Und wenn ich die dann abgehakt habe, habe ich noch mal 2 Baustoffhändler. Der eine ist Richtung Hannover rüber und der letzte ist in der Nähe von Bremen. Dämmung ist runter. Leider hat es jetzt bei den letzten beiden Kunden noch mal ein bisschen länger gedauert. Unnützerweise. Also die haben sich Zeit gelassen. Der eine hatte 2 Paletten, der andere bloß 1. Und die abzuladen, das ist jetzt wirklich keine Meisterleistung. Da wird auch nicht zu viel verlangt. Also wenn man da 5 Minuten für veranschlagt, dann ist das schon viel. Aber die haben mich eben stehen lassen. Also nicht, weil Betrieb gewesen wäre oder weil ich warten musste, weil jemand vor mir dran war, sondern ich stand halt einfach auf dem Platz. Es war alles bereit, nur es kam halt keiner. Ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ich schaffe es auf jeden Fall bis 16 Uhr nach Steinfeld. Und jetzt kommt wieder sowas, was mich schon wieder leicht aufregt. Also wirklich nur leicht, weil es da einfach ums Prinzip geht. Gestern wurde mir noch gesagt, schau mal, dass du am Mittwoch noch leer wirst, damit du auch am Mittwoch noch laden kannst. Die würden dich auch noch später beladen. Die wollen das nach Möglichkeit nicht am Donnerstag verladen. So, mit der Info, so habe ich es heute gemacht, beeilt man sich natürlich ein bisschen, um diesen Plan verwirklichen zu können. So, und dann habe ich vor uns wieder Anruf gekriegt. Ein Tag später hat sich das wieder geändert. Es könnte nämlich sein, es ist noch nicht fest, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich heute nicht mehr geladen werde. Also scheint es dann doch nicht so dringlich zu sein. Ich würde unter Umständen erst morgen früh um 7 drankommen, was jetzt auch keine schlechte Zeit ist. Und ich hätte auch die Möglichkeit, dann bei denen dort vor Ort auf dem Hof meine Pause zu machen.
Aber wie gesagt, ne, den einen Tag hühn, den anderen Tag hot. Naja. Aber ich soll erst mal hinfahren. Da ist jetzt noch nichts sicher. Da ist noch nichts final. Ich soll mich auch nachher noch mal bei einem Mitarbeiter dort melden. Und der würde dann, so wurde es mir zumindest gesagt, der würde dann alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich heute noch geladen werde. Für mich persönlich, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, mich ärgert sowas immer bloß. Ne, dass an dem einen Tag ist alles so wichtig und so dringlich und da führt kein Weg dran vorbei und einen Tag später, da ist dann alles egal. Ne, das ist halt immer ein bisschen komisch. Aber gut. Leider hat das gestern im Laden nicht mehr geklappt, deswegen habe ich das heute früh erledigt. Wo ich vom Zähneputzen kam, stand dann schon der Staplerfahrer da. Der war auch erst an so dem Zeitpunkt auf Arbeit erschienen. Da haben wir uns dann schon mal vorher noch ein bisschen unterhalten. Und da sagte er schon, ich werde mich dann bald noch freuen können, wenn ich dann rüberfahre, weil das sind zwei geteilte Höfe. Dann werde ich dort schon sehen, die haben nämlich den neuen Kunden. Mittlerweile fahren die nämlich auch ja, mehrere Glasgestelle aus. Allerdings nicht die schönen großen aus Metall, sondern das sind so kleine, wirklich dünne, die sind ungefähr einen halben Meter breit aus Holz mit sehr, sehr langen Glasplatten. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass ich jetzt dort Glas mitnehme. Das hatte ich schon gelegentlich. Man hat auch öfters mal ein paar Türen mit Glasscheiben und so. Für die Saunen oder für irgendwelche Gartenhäuser. Das kam schon öfters mal vor, dass ich da ein Gestell dabei hatte. Allerdings waren die immer recht klein und überschaubar. Und nicht so nervig wie das, was sie jetzt eben verladen.
aber er hat es mir eine ganz gute Stelle gepackt. Ja, dann sind wir rüber, dann ging es auch kurz nach 7 Uhr los. Ich bin auch sofort dran gekommen, so wurde mir das ja auch gesagt. Habe ich ja gezeigt, was man da so alles drauf bekommen hat mal wieder. Und kurz nach mir sind dann auch noch mal zwei Fahrer von Schuckemühle direkt dort gewesen. Die wurden auch noch geladen. Und da habe ich dann unter anderem auch erfahren, der eine Fahrer, der wäre auch gestern ursprünglich mit dran gewesen. Der hat es dann aber auch nicht mehr geschafft, beziehungsweise wurde ihm dann auch gesagt, er soll warten. Und er wurde dann auch auf heute vertröstet. So, und ja, dann steht jetzt nur noch die Rückfahrt an. Nee, Junge, das tue ich mir nicht an. Ich mache hier mal vorbei. Der fährt mir ein bisschen sehr langsam. Normalerweise ist hier auf dem Abstand auch immer Überholverbot. Wenn wirklich viel Betrieb ist, dann sind ja die ganzen Anzeigen immer so umgestellt, dass sie, ich glaube, auf 100 km/h begrenzen für die Autos und eben Überholverbot für LKWs. Aber das ist jetzt zu der Zeit gerade nicht der Fall. Der Verkehr hält sich hier wirklich in Grenzen. Also ich bin jetzt hier nördlich von Hannover. Ich fahre gerade an der Stadt vorbei und hier ist tatsächlich immer wirklich viel Betrieb. Allgemein muss auch viel auf der A2 los sein. Ich hatte schon mal geschaut. Ich habe ja verschiedene Möglichkeiten, um nach Hause zu kommen. Normalerweise würde ich hier auf der A2 weiterfahren bis Magdeburg. Magdeburg dann die 14 nehmen, Richtung Südosten runter und dann noch ein Stück A9. Allerdings ist einmal Stau zwischen Braunschweig und Hannover. So, dann hatte ich mir überlegt, okay, dann könnte ich ja Braunschweig abfahren, dort die Autobahn runterfahren. Das müsste, glaube ich, die 39 sein und dann die 36 am Harz vorbei. Problem ist aber da, dass kurz vor Braunschweig, also bevor ich abfahren kann, auch noch mal irgendwie Stau ist. Warum auch immer. So, deswegen werde ich gleich hier die A7 Richtung Süden fahren, dann bis nach Goslar. Dort nehme ich die Bundesstraße und fahre dann auf die 36, für den, den es interessieren sollte. Und fahre dann nördlich vom Harz vorbei und dann erst auf die 14, damit ich eben diese beiden Staus da umgehen kann. Ich habe nämlich nicht das Bedürfnis, mich da irgendwo anzustellen. Deswegen muss ich das heute mal etwas anders fahren als üblicherweise. So, und wenn da nichts dazwischen kommt, ja, dann sollte ich auch so, naja, ich sag mal 15:30 vielleicht zu Hause sein. Bis dahin müsste ich es normalerweise auch schaffen. So, und dann geht es nächste Woche Dienstag los. Und dann habe ich eine große Runde, so 2,5 Tage, einmal durch Bayern. Ein paar Gartenhäuser, ein paar Carports, ein paar Saunen, zwei Glasgestelle habe ich hinten drauf. Dann, das habe ich auch noch nicht gesehen, eine Palette mit eigentlich Resten, also wird als B-Ware eben ausgeschrieben. Weiß nicht, ob da jemand jetzt die Ersatzteile braucht oder einfach für billig sich einen kleinen Bausatz geholt hat. Auf jeden Fall ist das auch einfach lose auf die Palette drauf geschmissen. Die hat sogar vor uns ein bisschen zerteilt, da sind ein paar Sachen runtergefallen, deswegen mussten wir die nochmal mit ein paar Bändern festmachen. Also das ist nicht das beste Zeug. Genau, das steht dann so für nächste Woche an. Ja, dann war die Woche eine ganze Menge mit Abladen und Laden zu sehen. Müsste ja genügend dabei gewesen sein. Von allem ein bisschen was. Und dann sollten wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn ich den ganzen Blödsinn ausfahre. Dann macht's mal gut. Und bis nächste Woche.